Stationentraining vor grandioser Kulisse. Dort, wo normalerweise die Spieler von Eintracht Frankfurt ihre Runden laufen, ihre Torschüsse üben oder ihr Passspiel perfektionieren, durften am Samstag mal die Mädels ran. Ob beim Dribbeln, beim Schießen oder, so wie hier, auch mal am fremden Gerät. Überall gingen die Nachwuchskickerinnen begeistert zur Sache. Und das bei 35 Grad im Schatten wohlgemerkt. Das Beste, wie immer beim Girls Wanted Soccer Festival, ließ sich auch der eine oder andere Fußballpromi blicken. Etwa um fleißig Autogramme zu schreiben, so wie hier Weltmeisterin und Goldköpfchen Nia Künzer. Oder auch, um beim großen Abschlussturnier am Ende des Tages eine der Trainerrollen zu übernehmen, wie zum Beispiel die dauerverletzte Europameisterin von 2009, Kim Kulig. Ja, ich finde es eine super Sache. Ich finde es schön, dass sich alles nur um Mädels dreht heute, dass Mädels wirklich die Chance haben, Fußball zu spielen, auch miteinander, dass sie im Vordergrund stehen. Und das Girls Wanted Soccer Festival, das gibt es schon ziemlich lange und es entwickelt sich auch weiter. Und ich finde es schön, dass immer mehr Mädchen auch Fußball spielen und da helfe ich gerne. Auch in ihrer Kindheit habe es zwar schon große Fußballfestivals für Kinder gegeben, aber eben nie ganz speziell und nur für Mädchen. Und gerade das sei ja das Schöne, so Kim Kulig weiter. Einfach mal unter sich zu sein und ganz ungeniert dem Ball nachzujagen, ohne dass die Jungs sich ständig einmischen. Herz, was begehrst du mehr? Weiteres Highlight neben dem Länderturnier: die große Showbühne mit dem Top-Act Sylvia Knight. Dabei stand die noch Bundestrainerin den Soccer-Girls nicht nur Rede und Antwort. Sie ließ es sich auch nicht nehmen, ihren zahlreichen Fans so lange Autogramme zu geben, bis auch wirklich alle restlos zufrieden waren. Ja, ich bin einfach gerne hier und bin gerne Schirmherrin, weil ich dieses Projekt unheimlich gut finde. Weil es hier darum geht, dass die Mädels Spaß haben. Und erstmal um nichts anderes. Und das finde ich toll. Und ich finde auch gut, dass das so gut unterstützt wird von der Commerzbank. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ohne Sponsoren geht gar nichts. Nachwuchssichtung, so die Schirmherrin, spiele beim Girls Wanted Soccer Festival dagegen keine Rolle. Hier stehe einzig und allein der Spaß im Vordergrund. Und den hatten die jungen Fußballerinnen auf alle Fälle. Auch bei 35 Grad im Schatten.